In Griechenland können die Leidtragenden der Brände in der Region Attika jetzt Nothilfe beantragen. Privatpersonen, denen durch das Feuer materieller Schaden entstanden ist, haben ein Anrecht auf bis zu 5.000, Familien auf bis zu 6.000 und Gewerbetreibende auf bis zu 8.000 Euro. Ich hoffe, der Papierkram geht schnell, sodass ich unser Haus wieder aufbauen kann. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauern wird. 6 Monate, ein Jahr, ich weiß es nicht. Mein Ferienhaus ist vollständig niedergebrannt. Doch das ist zweitrangig, wenn man die Zerstörung und die Toten sieht. Die Möglichkeit, finanzielle Hilfe vom Staat zu erhalten, gilt für die Ortschaften Rafina, Marathon und Kineta. Viele Leute, die hergekommen sind, haben durch das Feuer ein weiteres Problem. Sie haben keinen Personalausweis mehr, denn der ist zusammen mit ihren Habseligkeiten verbrannt. Doch die amtliche Prozedur ist problemlos angelaufen.